Hallo zu einem weiteren Video. Und zwar etwas länger, weil ich, ja, Freitag wollte ich eigentlich ein Review machen zur Zaratus in the Days of War, aber ich kam nicht dazu, weil ich etwas, ja, zäh, faul, wie auch immer, war, unmotiviert. Und deswegen habe ich Freitag kein Review hochgeladen, aber ich darf in dieser Woche wieder der gewohnte Rhythmus. Und heute sprechen wir über ein sehr düsteres Metal-Album, ein sehr dramatisches, ein sehr gutes Metal-Album. Und zwar das Self-Titled-Debüt von Albus Goose. Meiner Meinung nach einer der besten modernen Metal-Bands, also der Neuzeit. Haben mittlerweile vier Alben draußen. Und ja, werden immer besser. Vorläufiges Highlight dürfte die Wings of Sinaclan gewesen sein oder der Nachfolger. Eins von den beiden auf jeden Fall. Ja, das ist das Debüt aus dem Jahr 2011 von Archaic Sound. Keine Ahnung, kenne ich nicht. Es ist sehr düsterer Doom Metal, sehr atmosphärischer Doom Metal. Eigentlich recht klassisch, aber dadurch, dass zum Beispiel beim zweiten Song Wrath and Blood, also R-E-V and Blood, man geht an manchen Stellen, an manchen Riffs doch sehr weit in die Black Death, was auch immer, also in den Extrem-Metal-Bereich rüber. Jetzt mehr so, was die Riffs angeht, weniger was den Gesang angeht. Der Gesang ist durchweg traditionell, aber zum Beispiel der zweite Song, den ich gerade auch genannt habe, der könnte so vom Riffing her schon ein Wings of Terrorist Song sein, halt mit traditionellen Gesang, aber der Opener ist richtig ein richtiger Epos mit 10 Minuten, schön finster, schön theatralisch, schön stimmungsvoll, tolle Riff, es hat auch ein bisschen was von der ersten Candlemass, die Epicus, Dumicus, Metallicus. Wie gesagt, man findet doch sehr viel Black Death im Riffing, aber halt wie gesagt, dadurch, dass der Gesang traditionell ist und grundsätzlich kann man schon sagen, dass grundsätzlich diese Grenze nicht überschritten wird, auch wenn es schon sehr, an manchen Stellen schon recht finster zur Sache geht. Wer auch in diese Richtung geht, sind Wisse Dead. Heißt die Wisse Dead von dem einen? Von Lev Eddington oder wie der heißt, der relativ viele Sachen hat. Ah, bisschen Dead müssen das sein, ja. So weit halt. Also wie gesagt, es ist ein sehr finsteres Riffing, sehr düster, sehr bedrohlich. Aber immer noch klassischer Doom Metal, also es wird nicht wirklich Black. Aber manche Riffs haben halt schon, gehen schon weit. Kuscheln schon sehr deutlich mit Sachen wie, sag ich mal, Ruins oder sowas wie Grave Miasma, wenn man Death Doom mal nehmen wollen würde. Aber es bleibt immer auf der traditionellen Seite. Und dadurch ist es ein sehr gutes Album. Ich bin jetzt nicht der. Ich mag Doom, aber es ist jetzt nicht das, was ich am meisten höre, aber ich mag schon. Aber diese Band könnte halt dadurch, dass die so finster und so sind und die auch schon Schuss-Atmosphäre haben und so und halt auch schon so Black Death Atmosphäre haben, kann das auch den typischen Black Metaller, den typischen Death Metaller, der halt Wert auf Emotionen, Atmosphäre etc. legt, der wird die auch sehr glücklich. Also es sind nicht nur Doom Metal Freunde, sondern auch Black Metal Freunde, denen es nicht ums Tempo geht, oder auch Death Metal Freunde, die halt denen es nicht vorrangig ums Tempo geht. Die könnten hier mal reinhören. Kommt aus CD, ich weiß gar nicht, ob es andere Formate gibt. Auf jeden Fall erschienen bei Archaic Sound. Bei 11 sind
sechs Songs, ein Instrumental und ein der Final-Track ist recht kurz und recht straight, schon fast ein klassischer Metal-Song, aber ganz cool so als Rausschmeißer. Kommt in so einem hochglatten Digipack. Kriegt man für kleines Geld. Also ich weiß, dass es die späteren Alben definitiv auf Mühe gibt, weil die dann glaube ich auch nicht bei Van sogar. Ja, die müssten bei Van sein. Auf jeden Fall das Album, weiß ich nicht. Auf jeden Fall Hochglanz an zu dem. Ja, simpel aufgemacht, aber recht stilvoll. Weder von irgendwelchen Schwestern wurden halt, was man für diesen Sound halt braucht. Booklet. Mit den Texten, glaube ich, war es. Dann irgendein Bandmember. Lyrics, so einer Golddruck, irgendwelche Kirchen, Burgen, etc. Also wie gesagt, wer so auf Sachen wie Wiss the Dead, Wiss the Dead, die Band, Candlemass, Dumicol, also die erste Candlemass steht, oder was gibt's noch? Electric Wizard, die Black Masses. Wer so Sachen wie The Weens mag, aber dann mit einem, oder anders gesagt, wer sich so Weens of Barrows ohne die Tempo, ohne die schnelleren Passagen und dafür mit klassischen Gesang, also klassischen Metal-Gesang vorstellen kann, also klassischen Metal-Gesang, der wird hier mit Freude haben. Und wie gesagt, Candlemass, die erste, so ein bisschen der Electric Wizard, ja, entfernt habe, oder halt auch so Sachen wie, wer grundsätzlich düstere, atmosphärische Musik mag, sollte hier reinhören, denn das Album ist echt gut und wird mir leider viel zu oft in der Diskografie übersehen. Und in Albis, das ist so eine Band, die macht eine echt gute, düstere, langsame, schwere Musik mit gutem Gesang, tollen Riffs, tolle Atmosphäre und ja. So mag ich mein Doom Metal sehr gerne. Albis, das, die Self-Titled, erschien 2011. Kann ich nur. Kann ich nur ans Herz legen. Gönnt euch. Und damit sehen wir uns dann wirklich nächsten Mittwoch, also jetzt den Mittwoch, beim Zarathustra Review. Und dann wünsche ich euch noch viel Spaß. Macht's gut.